Keine Gnade für die Wade. Genau. Also ihr erinnert euch ja, ich habe Matthias Berger in der YouTube-Suchleiste eingegeben und ein Video gefunden mit Oberbürgermeister Matthias Berger von der Stadt Grimma im Talk. Und dann hatte ich da ja ein kleines lustiges Video zugemacht. Und in dem Video wird gesagt, der nächste Talk findet statt am 4. August. Und da meinte ich, ey, da bin ich bei meiner Mama am Geburtstag feiern. Das war ja gestern der Fall. Das heißt, es gibt einen neuen Talk. Und ich bin ja eigentlich stark dafür, dass wir da jetzt ein festes Format draus machen. Oberbürgermeister Matthias Berger. Ja, 13. Bürgersprechstunde vor einem Tag hochgeladen. Da ist es doch. Sehr schön. Wie gut. Da machen wir doch glatt ein festes Format draus. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich hier gerade bei meiner Family bin und nicht zu Hause. Ich habe hier jetzt keinen Greenscreen, kann jetzt nicht meine Fresse auf seine draufsetzen. Das wäre natürlich noch ein cooles Upgrade. Aber ist okay. Wir gucken kurz rein. Hey, Matti. Ah, okay, vor 7 Sekunden. Vor 7 Sekunden. Okay, okay, okay. Das Witzige ist nämlich, hatte mir einer auf Insta geschickt, wenn wir auf den hier gehen, den Talk, das ist der, auf den ich reagiert habe, sehen wir in den Kommentaren, bester Bürgermeister, der Matti, kann auch zaubern. Wann kommt Somnium? Wenn Katamundi mit der Produktion fertig ist und wenn Bahnhof und Aldi abgerissen sind. Der Bahnhof wird doch abgerissen, oder nicht? Ich habe das, glaube ich, mitgekriegt, dass da so eine Lagerhalle für Spielkarten. Ich komme nicht klar. An das YouTube-Team der Stadt Grimma, sie sind eventuell ein wenig über die Kommentare hier verwirrt. Das lässt sich einfach erklären. Es gibt einen YouTuber, der zufällig auch Matthias Berger heißt und in einem Livestream auf dieses Video gestoßen ist. Darauf hat er sozusagen die Rolle des Bürgermeisters angenommen, die Frage scherzhaft beantwortet. Guck mal, der Finn ist sogar so ein Ehrenmann. Er erklärt das sogar auf süß. Alter, einfach beste Community. Überlegt mal, Muldental TV, da sitzt jetzt einfach ein armer Praktikant bei der Stadt Grimma. Und wisst ihr was? Hier waren doch 30 Sekunden Intro mit Standbild in der letzten Folge. Was ich jetzt gerade direkt gesehen habe, die neue Folge fängt so an. Haben die das Standbild rausgeschnitten? Haben die Kritik angenommen? Ah, es ist einfach zu wild. Es ist einfach zu wild. Herr Berger. Oha! Der gut aussehende Opa Matti. Ey, Zauronide, danke für deinen Resub. Danke, danke, danke schön. Freunde, heute sind einfach irgendwie 120 Subs oder so reingekommen. Oder 130. Ich komme nicht klar. Und das von 10 Leuten. Also alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, heute ist wirklich absoluter Absturzstream. Beste Community einfach. Die reißt hier den ganzen Stream ab. Weißt du, ich reiß den Bahnhof ab, die Community reißt hier den ganzen Stream ab. Ich komme gar nicht klar. Ah, da nimmt er sich den Stempel. Bam! Bürgersprechstunde. So, let's go. Ich bin gespannt. Oh, Bürgersprechstunde mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Das bin ich! Wo ist der Glatzkopf? Wo ist der Glatzkopf hin? Ich habe mich jetzt so auf den Glatzkopf eingestellt. Und warum hat Zukunfts-Matti eigentlich immer so dermaßen wenig Bock auf die Kacke? Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Online-Bürgersprechstunde. Heute habe ich wieder Herrn Berger an meiner Seite. Ey, das bin ich! Herzlich willkommen. Hallihallo. Dieses ist heute eine Aufzeichnung. Wir sind einmal nicht live aufgrund von Urlaubszeit. Wir haben diesen... Das war nicht live? Deswegen war das Intro auch gut geschnitten, oder was? Ich bin verwirrt. Diese Sprechstunde am 30. Juli aufgezeichnet. Sie haben wieder einige Fragen eingeschickt. Ey, der Glatzkopf hat aber gesagt, am 4.8. gibt es die nächste Sprechstunde. Alles Lüge. Und ich würde mit der ersten Frage zum Thema Parkanlage schon mal anfangen. Okay. Warum wird diese in der Weingartener Straße so vernachlässigt und niemand kümmert sich darum? Es ist alles verwuchert und einfach nicht schön anzusehen. Weil die Parkanlage in der Weingartener Straße ein Dealerort ist. Da wird nur gedealt. Da ist jeden Abend Blaulicht, weil immer irgendwelche Leute da ihre Deals abziehen. Und deswegen trauen sich unsere Mitarbeiter nicht, dort aufzuräumen. Ist doch völlig logisch, Alter. Dumme Frage. Antwortung und Entscheidung zusammengezogen werden. Er hat 7 Minuten 42. 7 Minuten 42 über diesen Park geredet. Ganz einfach. Die Parkanlage ist ein verwahrloster Ort, weil unsere Mitarbeiter Angst haben, dort zu arbeiten. Einfach weil so viel Kriminalität dort stattfindet. Das ist der einzige Grund. Hört nicht auf den Zukunfts-Matti-Klon, der hier irgendwas erzählt von irgendwelchen 600 mm Niederschläge und die Bäume verwahrlosen. Ach, der hat keine Ahnung hier. Der hat das alles vergessen, weil der, als er 50 war, also das ist jetzt so in der Mitte zwischen mir und ihm,
Nee, ist es nicht. So in seinen 40ern hat er einen ziemlichen Absturz gehabt, der Zukunftsmatti. Dem ist der ganze Erfolg zu Kopf gestiegen. Der war da, hat dann irgendwann die Stadien gefüllt. Deswegen, der hat so ein bisschen so ein Schweizer Käsegehirn. Das müsst ihr ihm ein bisschen verzeihen. Das ist in Ordnung. Kommen wir zur Hochwasserschutzanlage. Der Weg. Was ist das denn für eine Überleitung, Frau Interviewfrau? Also, guck mal, Sie stellen mir jetzt eine Frage. Jetzt rede ich 7 Minuten durch, beantworte Ihre Frage und Sie sagen nicht ein Wort dazu, sondern sagen, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Also da würde ich eine geschicktere Überleitung bevorzugen, Frau Interviewdame. Kommen wir zur Hochwasserschutzanlage. Der Weg entlang der Schutzmauer wird inzwischen rege genutzt. Anfang Februar wurde bezüglich der Frau Interviewmeisterin, warum lesen Sie die Frage denn einfach vor? Können Sie nicht so ein bisschen dramatischer präsentieren, so als wären es Ihre Worte? Warum lesen Sie das denn einfach ab? Ich fühle mich als Ihr Oberbürgermeister nicht gewertschätzt, wenn Sie diese Frage einfach so runterrattern. Einfach vorlesen. Das finde ich nicht in Ordnung tatsächlich. Und deswegen möchte ich auch eigentlich gar nicht auf das Thema eingehen. Aber hören wir uns nochmal an, was Sie dazu zu sagen haben. Der Weg entlang der Schutzmauer wird inzwischen regelmäßig. Das waren jetzt so viele Fragen, die so schnell runtergerattert waren. Ich weiß jetzt leider tatsächlich überhaupt nicht, was Sie wollen von mir. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine andere Variante von mir aus einem Paralleluniversum, in der ich vielleicht 30 Jahre älter oder 40 Jahre älter wäre, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine zukünftige Variante von mir all das jetzt beantworten könnte, außer es wäre vorher schon abgesprochen und dass Sie da stehen und die Fragen vorlesen, ist eigentlich überflüssig und eigentlich hätte ich das auch noch alleine machen können. Aber können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Was für eine Schutzanlage? Ich kenne mich in Grimma nicht so gut aus als Oberbürgermeister. Können Sie mir das nochmal erklären, bitte? Kommen wir zur Hochwasserschutzanlage. Hochwasserschutzanlage, okay. Das heißt, um Grimma herum haben wir eine große Mauer, die uns schützt vor Hochwasser. Der Weg entlang der Schutzmauer wird inzwischen rege genutzt. Anfang Februar wurde bezüglich der Öffnung des mittleren Durchlasses der Hochwasserschutzmauer nachgefragt. Da ist ein Weg an dieser Schutzmauer und in der Mitte ist ein Durchgang. Und Anfang Februar haben die gefragt, ob man den aufmachen kann. Habe ich das richtig verstanden? Aber können Sie das ein bisschen langsamer machen? Können Sie ein bisschen langsamer reden? Dankeschön. Wurden mögliche Nutzungsvarianten wie Gastronomie oder eine Outdoor-Ausstellung für das Gelände hinter der Mauer erwähnt? Gibt es zwischenzeitlich etwas Neues bzw. konkretere Pläne? Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt den Durchgang nehmen, irgendwelche Läden reinbauen, dann werden die doch... Dann überfluten die doch. Haben Sie nicht aufgepasst, Frau Interviewmasterin? Das ist eine Schutzmauer, damit unsere Stadt nicht von Schutt und Asche und Wasser überschwemmt wird und stirbt. Weil ich als Oberbürgermeister von Grimma möchte, dass meine Bürger überleben und nicht sterben. Das ist meine Aufgabe als OBM. Wenn wir jetzt in der Mitte einfach aufmachen und da so ein Restaurant reinpacken. Ich meine, klar wollen Sie alle einen Meckes. Gucken Sie sich die Grimma-Leute an. Die sind halt alle fetter als ich. Verstehe ich. Aber wir können da kein Meckes reinbauen. Wir müssen noch den Aldi in der Weberstraße bauen. Und dazu müssen wir den erstmal abreißen. Ich verstehe das Problem nicht. Also ich muss mir das einmal im Lageplan angucken. Das geht so tatsächlich nicht. Hier ist Grimma. Hier fließt die Mulde. Da ist Grimma. Entlang dürfte dann so eine Mauer sein, die Grimma beschützt. Und jetzt will die Bevölkerung, dass wir da aufmachen und Meckes da reinpacken. Also... Das kann ich nicht nachvollziehen. Entschuldigen Sie. Das kann ich nicht ernst nehmen. Entschuldigen Sie. Dazu möchte ich keine Stellung beziehen. Es gibt dort immer wieder... Ich habe gesagt, keine Stellung beziehen. Interessenten, die das gerne... Nein! Über werden. Schnauze. Eine Nachfrage noch zur Hochwasserschutzanlage. Gibt es... Das finde ich sehr, sehr, sehr lieb von Ihnen, dass Sie auf das, was ich gerade gesagt habe, eingehen und noch eine Nachfrage stellen. Das macht einen guten Host aus. Kompliment an Sie. Das finde ich, das machen Sie gut. Termine für die Errichtung der Treppe hinunter zur Mulde an der Klosterkirche. Jetzt habe ich Ihnen aber nicht zugehört und habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Können Sie es nochmal wiederholen, bitte? Eine Nachfrage noch zur Hochwasserschutzanlage. Gibt es Termine für die Errichtung der Treppe hinunter zur Mulde an der Klosterkirche und für die Pflasterung des Weges zwischen Pöppelmannbrücke und Mühle? Also die Pöppelmannbrücke wollten wir abreißen. Die wollten wir abreißen, weil da die Bergerbrücke hinkommt. Die mit dem Denkmal, mit dem Monument, der große Tempel. Erinnern Sie sich, die neue Verfassung von Grimma, dass jeder Bürger von Geburt an täglich zu diesem Tempel gehen muss und sich da verneigen muss vor der Statue, wo ich abgebildet bin. Das hatten wir besprochen. Bevor wir da jetzt erstmal einen Weg dazwischen bauen, müssen wir erstmal die Brücke abreißen. Aber, Sie wollen da eine Pflasterung? Was will die Frau? Das Termine für die Errichtung der Treppe hinunter zur Mulde an der Klosterkirche. Eine Treppe runter zur Mulde? An der Klosterkirche. Warum wollen Sie denn in die Mulde rein? Wenn Sie da reingehen, werden Sie weggeätzt. Was meinen Sie, warum wir da überhaupt eine Mauer hingebaut haben? Die Mulde besteht aus Abwasser von Katamundi. Nein, 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 nein. Da bauen wir keine Treppe hin. Ich weiß schon gar nicht, welches Gremium da jetzt schon wieder eine Baugenehmigung gegeben hat. Nein, kein Termin.
Dann wird es, denke ich, nächstes Jahr gebaut. Nein! Kein Termin. Gehen wir in Richtung Lange Straße. Kennen Sie den Grund, wieso der Brunnen in der Langen Straße vor der Bäckerei nicht mehr funktioniert? Hat wer reingekackt. In diese Düse. Ist verstopft mit Kacker. Ich vermute, es war der Bäcker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wurde in die Düse gekackt. Verstopfung. Gibt es Pläne, diesen wieder in Betrieb zu nehmen? Ungerne. Ungerne. Das wird eine Sauerei. Das wird einfach eine Sauerei. Ungerne. Ja, der ist ja mit dieser Bedarf. Nein. Kann man dort irgendwie was anderes machen? Nein. Da lässt sich nichts mehr machen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Bleiben wir in der Innenstadt. Im Juni. Entschuldigen Sie, aber diese Übergänge zwischen Ihren Fragen. Sie können nicht jede Frage einleiten mit bleiben wir bei bla bla bla. Wenn wir wirklich immer beim Thema bleiben würden, dann wäre doch dieser ganze Talk einzig und allein dasselbe Thema. Sie können nicht immer sagen, bleiben wir da und da, wenn wir da gar nicht bleiben. Bleiben wir in der Innenstadt. Im Juni sicherte die Feuerwehr ein Gebäude in der Frauenstraße. Gehört dies einem privaten Besitzer oder der Stadt Grimma? Sind Pläne für eine Sanierung oder Abriss bekannt? Das Gebäude gehört einer Frau. Das hat einen Besitzer. Eine Besitzerin. Das Gebäude in der Frauenstraße gehört einer Frau. Aber das wird abgerissen. Da kommt der McDonald's nämlich hin. Die Innenstadt beschäftigt uns auch weiterhin. Im Moment sind... Sie leiten jetzt wirklich jede Frage damit ein, dass wir bei dem Thema bleiben. Ich bin verwirrt. Aber können Sie die Frage nochmal anfangen? ...dickt uns auch weiterhin. Im Moment sind wieder viele Ratten in der Kanalisation. Diese kommen auch in die Grundstücke. Wer ist für die Spülung dieser in der Innenstadt bzw. einer Beseitigung der Rattenplage zuständig? Das ist das Problem vom Junda, denn der hat reingekackt in die Düsen. Seitdem der in die Düsen von dem Brunnen gekackt hat, haben wir ein Rattenproblem. Das ist halt so. Fragen Sie da doch einfach den Junda. Soll der sich mal um seinen Dreck kümmern? Das ist nicht meine Aufgabe als Oberbürgermeister. Ich als Oberbürgermeister würde da jetzt nämlich tatsächlich einen Mann mit Flöte hinschicken aus der Stadt Hamel. Schicken Sie den dahin. Der soll sich kümmern um die Ratten und der Junda kümmert sich um die Kacker. Und dann sollten wir kein Problem haben. Man muss loben, die Brille ist beim Greenscreen nicht mehr halb durchsichtig. Das, ja, das hat wirklich Kompliment an unsere Produktion. Sie haben das mit dem Chroma Key diesmal wesentlich besser hingekriegt. Auch wenn ich in meiner Rolle hier aussehe, als wäre ich aus einer anderen Dimension. Trotzdem, das haben Sie sehr gut hingekriegt. Da geht's voran. Ja, genau. Da geht's voran. Zur Steinschlange auf der Pöppelmannbrücke in der... Die wird doch abgerissen. Corona-Zeit sind zahlreiche bunte Steine an der Brücke abgelegt worden. Was passiert mit den Steinen jetzt? Die kommen auf denselben Schutthaufen wie die ganze Brücke. Die Pöppelmannbrücke wird abgerissen. Da kommt die Bergerbrücke hin mit dem Berger-Monument, wo jeder Grimmer Bürger von Geburt an täglich von morgens um 7 bis morgens um 8 Uhr vor dem Monument kniet und sich verneigt vor meinem Antlitz. Das hatten wir alles geklärt bei der letzten Bürgerratsbesprechung. Fast ein trauriges Thema. Nein, das ist nicht traurig. Das ist glücklich. Ich freue mich auf mein Monument. Kann es kaum erwarten, vorne zu stehen und zu rufen, kniet nieder, Untertan. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wieder in eine ganz andere Richtung gehen wir. Ach so, okay. Das finde ich gut, dass wir die Richtungen jetzt wechseln. Jetzt in den Mulde-Elbe, in die Mulde-Elbe-Radroute. Vor kurzem wurde die Asphaltdecke auf einem Teilabschnitt des Mulde-Elbe-Radweges zwischen Mutschen und Wagelwitz fertiggestellt. Für den Tourismus der Region ist dies eine... Können Sie bitte nochmal genau dasselbe sagen? Wortwörtlich dasselbe, als würde ich Ihr Leben rückwärts zurückspulen und nochmal abspielen. Können Sie nochmal genau dasselbe sagen, aber langsamer? Geht das? Vor kurzem wurde die Asphaltdecke auf einem Teilabschnitt des Mulde-Elbe-Radweges zwischen Mutschen und Wagelwitz fertiggestellt. Für den Tourismus der Region ist dies eine wesentliche Aufwertung. Wie geht es auf der Strecke weiter? Ja, das haben Sie richtig erkannt. Wir haben einen Radweg fertiggestellt. Ich finde das gut, dass das so interessante Neuigkeiten für Sie sind, dass Sie mit mir in dieser Sendung sprechen möchten darüber. Das finde ich wirklich absolut faszinierend, dass, wenn Sie den Oberbürgermeister Matthias Berger vor sich haben, einen gestandenen Mann, der in seinem Leben alles schon geschafft hat, dass Sie den fragen, wir haben den Radweg fertiggestellt, wie geht es jetzt weiter? Also, wirklich, ich freue mich sehr darüber, dass Sie mit solchen niveauvollen Fragen kommen. Tatsächlich war die Überlegung, den Radweg doch abzureißen und stattdessen dort eine Go-Kart-Bahn hinzubauen. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher, ob wir das wirklich tun sollten, aber höchstwahrscheinlich werden wir den Radweg abreißen und eine Go-Kart-Bahn dahin. Tatsächlich aus dem einfachen Grund, ich liebe Go-Kart fahren. Das würde halt einfach sehr gut passen zu meinem Monument in der Nähe. Sie wissen Bescheid. Genau. Genau. Da brauchen Sie auch gar nicht so nervös jetzt hier zur Produktion hinter der Kamera. Gnade für die Wade. Genau. Was haben Sie gesagt? Können Sie das mal wiederholen? Keine Gnade für die Wade. Genau.
Da kann ich auch nicht mehr ernst bleiben in meiner Rolle. Ey, einfach Instant Meme für meine Videos. Instant Meme. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Keine Gnade für die Wade. Ja. Letzte Frage wie immer. Infos aus der Stadtverwaltung. Gibt's was Neues? Was macht Nein. Corona? Corona ist ein guter Kumpel von mir. Der macht gerade... Was macht denn Corona, Alter? Ich glaube, Corona hat jetzt letztens irgendwas von... Er surft so gerne. Irgendwas von zweite Welle oder sowas hat er erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was war das nochmal? Der wollte noch eine zweite... Ach, ich hab's nicht ganz verstanden. Aber der nuschelt auch immer so. Deswegen, das ist okay. Dann schauen wir mal, was über den Sommer jetzt so passiert. Ja, ich wollte ins Freibad tatsächlich. Ich wollte im Sommer ein bisschen schwimmen gehen, mich bräunen, ein paar gute Bücher noch lesen. Ich habe das neue Buch von Timon Krause jetzt von ihm zugeschickt bekommen. Ich darf es mir schon mal durchlesen, bevor es released wird. Da freue ich mich drauf. Aber ich mache Urlaub in Balkonien. Ich chill mich auf dem Balkon, meine Liege, brutzel in der Sonne und wollte halt nach nebenan fahren, nach Altenburg zum Freibad und da ein bisschen schwimmen. Ja, das wird der Sommer so für mich bringen. Wir sind am Ende unserer Sprechstunde angekommen. Die nächste, das ist auch besser so, wird wieder vermutlich live stattfinden am 1. September um 17.30 Uhr. Dienstag. Ihr wisst Bescheid, was wir am Dienstag, den 1. September um 19 Uhr machen. Und damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, einen schönen Sommer und Ihnen einen schönen Urlaub. Und uns allen. Auf Balkonien. Dankeschön. Viel Regen. Ja. Okay, vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe. Ich wünsche mir viel Sonne, denn ich möchte mich bräunen und einen schönen Urlaub auf Balkonien verbringen. Das ist wahre schöne Wetter jetzt. Toll. Vergessen Sie alles, was Zukunfts-Ich hier sagt. Keine Gnade für die Wade. Jetzt habt ihr noch gesagt, ich soll Kommentare checken. Ihr habt da jetzt aber keinen Blödsinn drunter geschrieben, oder? Freunde, wir müssen einen guten Eindruck hinterlassen. Wir müssen einen guten Eindruck hier hinterlassen. 21 Kommentare! Wann? Matti, wann kommt Somnium? Wenn Katamuni mit der Produktion fertig ist. Vorher musste erst der Aldi abgerissene Platz für die Lagerhallen der Karten zu schaffen. Nessie-Präsidentin. Eine der besten Bürgermeister, die es gibt, meiner Meinung nach. Finde den Matthias Berger sehr sympathisch. Könnte YouTuber sein oder Zauberer. Warum trägt er nicht seine Somnium-Kleidung? Wo ist der Glatzkopf hin? Der war viel besser. Ich persönlich fände es besser, wenn die Parkanlage abgerissen wird, um auf die Fläche ein riesiges Bild von Heinz zu bauen. Das nennt man dann moderne Kunst der Somnium-Community. Wäre technisch gesehen umsetzbar, Herr Matti? Wo kommt eigentlich das Denkmal hin? Mit dem weißen Matt? Was haben wir getan? Was haben wir getan? Oh nein! Was haben wir getan? Wann wird der Rattenfänger aus Hameln eingestellt? Wird der Junda eingesperrt? Matti, wann kommt Somnium? Ich vermisse den Glatzkopf, aber naja, der hat bestimmt eine Arbeit bei Katamuni gefunden und gekündigt. Wann wird die Go-Kart-Bahn fertig gebaut? Was wird noch abgerissen? Keine Gnade für die Wade! Leute, das ist ein ernst gemeintes Format von einer Stadt. Nachher verknacken die mich noch. Hashtag FreeWade. Ist da kein Kommentar, das nicht von uns ist? Nein, es gibt nicht einen Kommentar hier, das nicht aus der Community ist. Das ist alles von uns. Eigentlich muss ich einfach für den Joke, einfach für das Meme nach Grimma ziehen, oder? Oh mein Gott. Nicht übertreiben, bitte, okay? Bitte lass uns da jetzt kein Meme von machen. Bitte lass uns da jetzt kein Meme draus machen. Freunde, wir müssen da jetzt vorbildlich sein. Wir sind eine gute Community, okay? Bitte, bitte vernünftig. Dreht hinter dir jemand TikToks? Das ist Theresa. Die tanzt auch ohne TikTok. Man sieht sie einfach tanzen. Hä? Sie tanzt voll gut. Aber das Ding ist, ich sag ihr trotzdem Bescheid, weil vielleicht will sie ja gar nicht, dass man das sieht. Wartet mal kurz. Okay, sie weiß Bescheid. Theresa tanzt im Hintergrund. Keine Gnade für die Wade. Mann, einfach Instant Meme. Kann doch nicht wahr sein. Sie tanzt, weil sie auf Grimmas Stadtfest auftreten. Im September ist immer Stadtfest in Grimma. Echt? Eigentlich muss ich da ja hinfahren und die Stadt unsicher machen. Fantreffen in Grimma.
Niemand, wirklich niemand. Mattis Community macht aus Grimm als Bürgermeister ein Meme. Jetzt kriegen die plötzlich voll viele neue Zuschauer auf ihre Videos, denken so, hä, oha, läuft bei uns, alles richtig gemacht, lesen dann aber die Kommentare und checken so, hä, unsere Videos werden nur geguckt, weil rein zufällig ein Typ genauso heißt wie unser Oberbürgermeister. Cool wäre es, wenn der Oberbürgermeister das sieht und es mit Humor nimmt und was dazu sagt. Ja, das wäre natürlich schon witzig. Noch witziger wäre es, ein Video mit dem zu machen. Wie groß ist ein Grimma überhaupt? 64 Ortsteilen? 28.000 Einwohner. Och, wie süß. Oberbürgermeister Matthias Berger, parteilos. Maschallah. Er hat einen Wiki-Artikel. 2. Januar 1968. Jetzt wissen wir auch, wie alt er ist. Er ist doppelt so alt wie ich. Er ist exakt doppelt so alt wie ich. Er ist 52. Halbes Kartenspiel, ganzes Kartenspiel. Oha, 98% der Wählerstimmen. Am 7. Juni wurde Berger mit fast 90% Wählerstimmen im Amt bestätigt, ist nun zum dritten Mal Stadtoberhaupt der Stadt Grimma. Alter, der ist seit 20 Jahren einfach der absolute Diktator, Digga. Die von den beiden Hochwassern in Grimma verursachten Schäden lagen jeweils im dreistelligen Millionenbereich. So betrug nach MDR-Informationen die Schadensbilanz 2002 rund eine Viertelmilliarde Euro. 2013 waren es noch einmal 150 Millionen. Zusammen mit Antje Hermenau engagiert sich Berger seit Herbst 2018 als prominente Person... Als prominente Person für die neue Bürgerbewegung für Sachsen, eine nach eigenen Angaben politische Sammlungsbewegung der Mitte. Matthias Berger ist Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Grimma. Aufgrund seines Wahlamtes als Oberbürgermeister ruht seine Anwaltetätigkeit. Berger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bam! Er hat seine DNA weitergegeben. Doppelt. Direkt doppelt. Ich bin stolz auf mich. Stolz auf mein Zukunfts-Ich. Bester Mann. Matthias Berger, bester Mann, Alter. Wo kommt eigentlich das Orchester für den Endzone-Piau-Piau-Remix hin? Da, wo jetzt die Mauer steht? Oder doch woanders? Ed Matti, you shouldn't have done this. Wann kommt wieder Fragen, Mr. Tricks? Das finde ich ist fast schon die beste Frage hier gewesen. Stell dir vor, seine Kinder wären Trickser. Nachher kennt er mich noch und guckt die Videos. Leute, bitte. Ist gut gewesen jetzt, okay? Lass uns das Thema abhaken für heute. Genug zur Stadt Grimma und zum Oberbürgermeister, okay? Was du mal wieder angerichtet hast. Ja, ich merk's schon, ey. Machen wir am 1. September weiter, okay? Keine Gnade für die Wade. Genau.